Etwa jeder fünfte Verkehrstote im Land ist ein Motorradfahrer. Und die Zahl der tödlich verunglückten Biker bleibt seit Jahren konstant, während die der anderen Verkehrstoten stetig zurückgeht. Doch jedes Verkehrsopfer ist eines zu viel. Darum ist das hochgesteckte Ziel des grünen Verkehrsministers Winfried Herrmann eine Null in der Statistik bei den Verkehrstoten. Dafür rüstet die Landesregierung auf, heute in Grafenberg im Kreis Reutlingen. Sie sollen auf den Straßen im Land künftig sicherer unterwegs sein, die Motorradfahrer. Und dafür legt der Verkehrsminister auch schon mal höchstpersönlich Hand an. Die alten Kurvenleittafeln an der B313 bei Grafenberg müssen weichen. Sie werden durch neu entwickelte Verkehrsschilder ersetzt, die jetzt bundesweit erstmals an dieser Strecke getestet werden. Wir haben diese Hinweise, dass eine Kurve kommt, bisher aus hartem Blech gehabt. Die haben zum Teil zu Unfällen und Verletzungen und auch zu Todesfällen geführt, weil sie so hart sind. Und wir haben jetzt eine neue Konstruktion aus Kunststoff. Und wir können die auf die Kunststoffleitpfosten draufsetzen. Und damit haben wir insgesamt eine weiche, nachgiebige Konstruktion. Wir wollen möglichst dazu beitragen, dass die Straße selber, die Infrastruktur, unfallfreundlich ist. Dass, wenn einer einen Fehler macht, dass es dann eben nicht fatale Folgen hat. Die Teststrecke für die neuen Schilder ist nicht zufällig gewählt. An schönen Tagen sind hier schon mal über 1000 Motorradfahrer unterwegs. Eine vielbefahrene Straße also und der Grund dafür, dass die Gemeinde Grafenberg seit Jahrzehnten für eine Umgehungsstraße kämpft. Wir hören es, wir sehen es im Hintergrund, die Straße ist selbst jetzt in den Nebenzeiten sehr, sehr stark befahren, vor allem auch mit Schwerlastverkehr sehr, sehr stark befahren. Das ist natürlich schon eine große Belastung für unseren Ort. Wir wollen endlich in Grafenberg eine echte Ortsmitte ausbilden können und dazu brauchen wir einfach die Umgehung, dass wir dann einen schönen Lebensmittelpunkt hier in Grafenberg gestalten können. Der Zeitplan des Verkehrsministers war knapp bemessen und die Problematik Ortsumgehung kam nur kurz zur Sprache. Wir haben ja insgesamt ein umfangreiches Verfahren, Beteiligungsverfahren im Zusammenhang mit dem Bundesverkehrswegeplan gehabt und da sind alle Straßen beurteilt worden und eingeschätzt worden und die Straße ist ja angemeldet, aber was dann dabei rauskommt beim Bund, das wissen wir noch nicht, weil der Bund jetzt erst einmal 1000 und mehr Straßen aus der ganzen Republik zur Anmeldung bekommen hat und muss jetzt überarbeiten, welche sind aus seiner Sicht wichtig und wie viel Geld hat man. Für weitere Gespräche diesbezüglich will der Verkehrsminister aber nochmal nach Grafenberg kommen. Und vielleicht lassen sich dann auch bereits erste Erfolge beim auf 2 Jahre angelegten Verkehrstafelprojekt erkennen. Unfälle verhindern wird es aber nicht. Da, so Herrmann, lasse sich nur an die Vernunft der Motorradfahrer selbst appellieren.